Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Endlich ist es soweit, ich kann euch mein buchiges Halbjahresfazit 2021 vorstellen. Ich werde dabei einige Aspekte aus dem sogenannten Mid-Year-Book-Freak-Out-Tag einfließen lassen, aber ich werde nicht auf alle Fragen dieses Tags eingehen, weil manche Fragen passen einfach nicht zu meinem Leseverhalten. Ich möchte dieses Halbjahresfazit als eine Mischung aus Statistik, Reflexion über mein buchiges Verhalten und natürlich meinen Tops und Flops gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Halbjahresfazit 2021. Bevor ich mit BookTube angefangen habe, habe ich mein Leseverhalten gar nicht getrackt. Das Einzige, wie ich mein Leseverhalten ein bisschen nachvollziehen kann, ist das Archiv bei Instagram, also über die Instagram-Stories. Aber ansonsten habe ich mir keine Notizen gemacht und auch kein Lesetagebuch geführt, einfach weil ich keinen Grund dazu hatte. Und die ersten 6 Monate, die ich BookTube gemacht habe, habe ich mein Leseverhalten auch wirklich nur so getrackt, dass ich eben meine Notizen zum Lesemonat, das war mein Tracking übers Leseverhalten. Aber ab 2021 habe ich mir jetzt tatsächlich eine Excel-Tabelle angelegt und eben die Daten, die mich in Bezug zu meinem buchigen Verhalten interessieren, hinterlegt. Also ich mache das nicht so wie andere machen, dass eine komplett eigene Wissenschaft draus wird. Manche Dinge interessieren mich einfach nicht. Zum Beispiel fällt für mich die Frage weg, in welcher Form ich ein Buch konsumiere, da ich die meisten Bücher einfach lese. Also als Buch lese, und auch wenn ich sie als Hörbuch höre, habe ich immer auch das Buch da. Also E-Books kommen für mich überhaupt nicht in Frage, bin ich einfach nicht der Typ für. Deswegen habe ich meine kleine, aber feine Excel-Tabelle angelegt, deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen über Statistik reden. Aber wie gesagt, es ist nicht so ausladend, wie das manche gern gestalten, das ist einfach für mich eine Übersicht über die Daten, die mich in Bezug auf mein Leseverhalten interessieren. Und das allererste, was mich interessiert hat, weil ich eben gemerkt habe, dass dadurch, dass ich BookTube mache, dieses Verhalten sich ein wenig geändert hat, war die Frage, wie viele Bücher kaufe ich mir denn so? Und ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen Angst, dass die Zahlen mich allzu sehr schockieren würden, aber ich muss sagen, es geht eigentlich. Das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, aber Bücher sind einfach eins der wenigen Dinge in meinem Leben, die mir so viel Freude bereiten. Also das ist wirklich das Hobby, wo ich sage, shut up and take my money. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Monat für Monat durch, was die Neuzugänge in meinem Bücherregal angeht. Und ich werde nicht auf jedes einzelne Buch hier nochmal eingehen. Ich werde einfach nur ein kurzes Fazit zu den Neuzugängen, die bei mir eingezogen sind, geben. Und spannend natürlich auch, welche von diesen Neuzugängen habe ich denn bereits gelesen. Achso, vielleicht sage ich kurz, was als Neuzugang bei mir gilt. Bücher, die auf meinem Sub landen, zähle ich als Neuzugang. Das heißt, wenn ich mir eine neue Schmuckausgabe von Harry Potter kaufe, das zählt bei mir nicht als Neuzugang, weil es ja dann im Endeffekt nicht auf meinem Sub landet. Aber ich mache keinen Unterschied, ob ich ein Buch geschenkt bekommen habe oder ob ich es mir selbst gekauft habe. Sobald es auf meinem Sub landet, zählt es für mich als Neuzugang. Wir starten mit dem Januar mit insgesamt 10 Neuzugängen. Das Spannende an dieser Statistik finde ich jetzt, also für mich persönlich, dass ich anhand der Bücher nachvollziehen kann, welches Format welches Format ich gedreht habe. Hier deutlich Zuschauerempfehlungen Part 1. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass obwohl es 10 Neuzugänge sind, ist es nur eine einzige Neuerscheinung, nämlich Matt Haig, The Midnight Library. Das war das einzige Buch, das neu erschienen war und ich mir gekauft habe im Januar. Aber was man auch sagen muss, von den 10 Neuzugängen habe ich inzwischen auch schon 4 gelesen. Das habe ich mit diesem grauen Balken markiert. Kommen wir zum Februar, da hatte ich 15 Neuzugänge. Aber von diesen 15 Neuzugängen waren auch nur 2 Neuerscheinungen dabei. Aber von den 15 Neuzugängen im Februar habe ich auch schon 6 gelesen. Von dem her kein schlechter Schnitt, oder? Aber der März war dann wieder etwas ruhiger, was die Neuzugänge anging. Da hatte ich nur 4 Neuzugänge. 2 davon waren Neuerscheinungen, nämlich Die nicht sterben und New York Ghost von Ling Ma. Aber inzwischen habe ich auch, beziehungsweise lese ich gerade, Die Chroniken von Narnia. Und den Himmelsturm von Hennen und Corbus haben wir auch schon beendet. Dann kommt der April, der ziemlich reinhaut mit 17 Neuzugängen.
nicht schlecht, Herr Specht. Aber die 17 Neuzugänge sind zum einen auch begründet durch Mein Mann kauft mir Bücher Part 4. Und von den 17 Neuzugängen habe ich auch bereits schon 5 gelesen. Unter den 17 Neuzugängen waren aber auch 2 Neuerscheinungen. Einmal Fang Fang mit Weiches Begräbnis und Kleine Wunder um Mitternacht von Keigo Higashino. Und beide Bücher waren auch wirklich so Bücher, wo ich gesagt habe, nein, ich will sie sofort lesen. Und das habe ich dann auch getan. Und der April war auch einfach der Monat, in dem ich Ketelin Dorian Floresco entdeckt habe und dann alle Bücher von ihm haben wollte und meinen ersten Haruki Murakami gelesen hatte, Naokos Lächeln. Und dann wollte ich auch noch ein paar Bücher von Haruki Murakami bei mir haben. Und im Mai haben wir insgesamt 12 Neuzugänge, aber das hauptsächlich begründet durch die Zuschauerempfehlungen, also Bücher, die ihr mir empfohlen habt. Und von diesen 12 Neuzugängen habe ich auch schon 2 gelesen. Und den traurigen Abschluss macht der Juni mit 2 Neuzugängen, davon noch keins gelesen. Aber das waren ja auch der 4. und der 5. Band von der Filiasson-Saga, von dem her ist ja klar. Wenn ich beim 3. Band bin, kann ich die noch nicht gelesen haben. Also hatte ich summa summarum 59 Neuzugänge, also 59 neu gekaufte Bücher oder geschenkt bekommene Bücher. Und von diesen 59 Büchern habe ich insgesamt 19 gelesen. Das heißt, ich habe noch 40 Neuzugänge, die ich in den ersten 6 Monaten gekauft habe, auf meinem Sub bzw. in meinem Rub. Ich habe natürlich keine Vergleichswerte zum ersten Halbjahr 2021, weil ich da mein Buchkaufverhalten einfach noch nicht so getrackt habe. Aber ich denke, ich kaufe deutlich mehr Bücher. Aber ich denke, ich kaufe auch deutlich bewusster Bücher. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir als normaler Hobbyleser, der Booktube nicht als Hobby hatte, so viele Gedanken über Bücher gemacht habe, weil ich einfach nur hobbymäßig gelesen habe. Aber ich muss auch sagen, dass ich dadurch, dass ich Booktube mache, viel besser weiß, was mir gefallen könnte. Und auch mein Lesegeschmack ist sehr definierter geworden, seitdem ich Booktube mache. Und es kommt eben daher, dass man sich viel mehr Gedanken über das macht, was man liest. Ich merke das auch, wenn ich vergleiche, welche Bücher ich im ersten Halbjahr 2020 gelesen habe, dass, naja, diese Bücher sind nicht schlechter, das möchte ich nicht sagen, aber ich habe eben das Gefühl, dass mein Lesegeschmack da eben noch nicht so orientiert war, wie es jetzt eben ist, wo ich jetzt eben das Gefühl habe, ich weiß sehr gut, welche Bücher mir gefallen und was ich in Büchern finden möchte. Und was ich vor allem sagen muss, ich habe jetzt zwar 59 Neuzugänge, aber von diesen 59 Neuzugängen gibt es nur ein Buch, das ich aussortieren werde, weil es mir nicht gefallen hat. Könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, welches. Aber ansonsten sind das alles Bücher, auf die ich mich wirklich noch sehr freue und auf die ich wirklich noch sehr gespannt bin. Und wo ich sage, okay, selbst wenn ich sie jetzt nicht hätte, hätte ich sie zumindest auf meinem Wunschzettel. Und dann wäre es, glaube ich, auch nicht so eine lange Frage der Zeit, bis ich sie mir dann schließlich doch gekauft hätte. Dann kommen wir zum wunderbaren Thema Sub, Stapel ungelesener Bücher, beziehungsweise bei mir Rub, Regal ungelesener Bücher. Ich werde es der Einfachheit halber immer Sub nennen, dann weiß jeder, was gemeint ist, ne? Ich bin ins Jahr gestartet mit einem Substand von 94 und innerlich hatte ich schon eher die Ambitionen, den Sub sinken zu lassen, aber hat irgendwie nicht so geklappt, muss ich sagen. Ich bin in das Jahr gestartet mit einem Sub von 94 ungelesenen Büchern. Und Ende Juni bin ich jetzt bei einem Sub von 113 Büchern. Natürlich fragt man sich jetzt, hatte sie nicht 59 Neuzugänge? 19 davon gelesen, macht immer noch 40 Bücher, die dann auf dem Sub landen. Ja, schon, aber ich muss sagen, ich habe im Anfang Mai war das, glaube ich, meinen Sub ziemlich aussortiert. Also da sind ein paar Bücher von meinem Sub geflogen, ungelesen. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass ich ein paar Bücher von meinem Sub weggelesen habe. Also insgesamt habe ich 30 Bücher in den ersten 6 Monaten gelesen. Das ist unfassbar viel für mich. Aber auch wenn es Menschen gibt, die deutlich mehr lesen als ich, muss ich sagen, dass 30 Bücher im ersten Halbjahr für mich einfach unfassbar gut ist. Wenn ich das vergleiche mit den ersten 6 Monaten 2020, da habe ich nur 17 Bücher gelesen in den ersten 6 Monaten 2020.
Also man sieht deutlich, die Tatsache, dass ich mit BookTube angefangen habe, hat deutlich meine Lust zu lesen angekurbelt. Und das hat auch nichts mit irgendeinem Konkurrenzdenken oder sonst was zu tun, dass ich denke, ich muss jetzt ein paar Bücher mehr haben, damit der Lesemonat noch fetziger wird oder so. Bei mir ist es wirklich einfach nur in der Lust zu lesen begründet und in dieser unglaublich spannenden Welt, die sich mir durch die Welt der Bücher nochmal neu eröffnet hat, durch BookTube. Ja, also wenn wir genauso weitermachen, hätte ich am Ende des Jahres 60 Bücher gelesen und es ist voll gut. Gerade wenn man bedenkt, dass ich 2020 die ersten 6 Monate nur 17 Bücher gelesen hatte. Das ist eine Anzahl, das haben andere in ihrem Lesemonat, ne? Aber wie gesagt, es ist völlig egal, wer wie viel in welchem Monat liest. Hauptsache, man hat Spaß dabei und das ist das, was bei mir an oberster Stelle steht. Wenn ich keine Lust habe zu lesen, dann lese ich auch nicht, weil kein Buch hat es verdient, gelesen zu werden, wenn man eigentlich keine Lust hat zu lesen. Ich würde sagen, wir steigen mal noch ein bisschen tiefer in mein Leseverhalten ein. Hier in der Tabelle sehen wir jetzt, wie viele Seiten gesamt pro Monat ich gelesen habe. Das heruntergebrochen nochmal mit Seiten pro Tag. Und dann, was mich noch interessiert hat, habe ich mehr weibliche oder mehr männliche Autoren gelesen. Hier sieht man deutlich, der lesestärkste Monat war bei mir der April. Da habe ich einfach ordentlich gelesen. Mit 2510 Seiten gesamt und 82,51 Seiten pro Tag. Und der leseschwächste Monat, aber das hat mich nicht gewundert, weil ich einfach wusste, dass es so sein wird, war der Juni mit 3 gelesenen Büchern. 792 Seiten gesamt und 26 Seiten pro Tag. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den Januar anguckt mit 5 gelesenen Büchern und 65,78 Seiten pro Tag und dann aber den März anguckt mit 6 gelesenen Büchern und 67,49 Seiten pro Tag, also so ein riesiger Unterschied macht es dann nicht aus, ne? Das eine Buch kann 100 Seiten haben und das nächste Buch kann 600 Seiten haben. Naja, bei dem einen habe ich ein Buch mehr gelesen, aber im Endeffekt macht dieses eine Buch mehr knapp 50 Seiten aus, ne? Was aber deutlich wird, ist wie gesagt, dass ich im April gute Leselaune hatte. Und das hatte ich auch wirklich einfach. Der April war wirklich ein literarisch sehr motivierender und sehr vollkommener Monat. Aber ich muss auch sagen, ich hatte eher die Befürchtung, dass ich deutlich mehr Männer gelesen habe. Deutlich mehr. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, von wem ich das gesamte Werk lesen möchte, also von welchen Autoren, dann fallen mir gleich 3 Männer ein und eine Frau. Aber darauf gehe ich später nochmal ein. Es hat sich einfach dieses Jahr so entwickelt, dass eine Menge Lieblingsautoren, die ich habe, Männer sind. Und ich muss dazu sagen, ich gehe nie nach Geschlechtern einkaufen. Also entweder interessiert mich ein Buch oder nicht. Aber ich gehe nie Bücher kaufen mit der Intention, ich muss jetzt ein paar Frauen kaufen, ne? Weil das ist für mich auch nicht, das ist einfach nicht die Art, wie ich an Bücher herangehe. Ich beschäftige mich eben viel mit Büchern und wenn ich eben über ein Buch stolper, das mich interessiert, dann ist es mir wurscht, ob es von einem Mann oder einer Frau ist, aber genauso wenig gehe ich Bücher kaufen und sage, ich kaufe jetzt unbedingt was von Männern, weil ich nur Männer toll finde, versteht ihr? Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich doch etwas überrascht war, dass die Kluft zwischen Männlein und Weiblein doch nicht so deutlich war. Also ich habe 18 Bücher gelesen, die von Männern geschrieben wurden und 12 Bücher, die von Frauen geschrieben wurden. Also habe ich eine Differenz von 5 Büchern und es ist völlig okay für mich. Aber ich muss hier eben auch dazu sagen, wie gesagt, da kommen wir später nochmal dazu, es gibt eben einige Männer, die es mir schwer angetan haben. Und dann kommen wir auch schon zu den Tops und Flops des Jahres. Auch hier habe ich kleine Kategorien gebildet, zum Beispiel Bücher, die mich überrascht haben, Top-Bücher, also alle Bücher, die bisher 5 Sterne von mir erhalten haben und dann natürlich die Flop-Bücher, die dürfen nicht fehlen. Aber dann möchte ich euch auf jeden Fall auch noch die Autoren vorstellen, die ich im ersten Halbjahr neu entdeckt habe und von denen ich nun alle Bücher lesen möchte. Und dann habe ich noch eine kleine Kategorie, die nenne ich Bücher für die Seele. Freunde, ich werde euch bei jedem Buch, das ich in diesem Video nenne, unten in die Infobox verlinken, in welchem Lesemonat ihr eine ausführliche Rezension zu diesem Buch finden könnt.
Wir starten mit den Büchern, die mich ein wenig überrascht haben dieses Jahr. Also Bücher, wo ich mit keinen großen Erwartungen rangegangen bin, aber wo ich im Endeffekt sage, ziemlich solides Buch. Und als erstes möchte ich euch da ein Buch vorstellen, das ich im Januar gelesen habe, nämlich von Kim Jung-ha, Aufzeichnungen eines Serienmörders. Kim Jung-ha konnte mich mit dieser Story hier wirklich vom Hocker reißen und auch die Art, wie er es umgesetzt hat, hat einfach so gut zu dieser Geschichte gepasst. Wir begleiten hier den 70-jährigen ehemaligen Tierarzt Byung-soo Kim, der die Diagnose Demenz gestellt bekommen hat. Byung-soo Kim fängt dann an, ein Tagebuch zu schreiben, um eben seine Gedanken besser festhalten zu können. Aber Byung-soo Kim ist nicht ein gewöhnlicher Rentner, der an Demenz erkrankt, sondern Byung-soo Kim war in seinem früheren Leben Serienmörder. Als dann ein komischer Typ in der Nachbarschaft auftaucht, glaubt Byung-soo Kim genau das erkannt zu haben, was er von sich selbst kennt. Nämlich einen Serienmörder. Für Byung-soo Kim beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit und ein Wettlauf gegen diesen Serienmörder, weil er sieht seine Tochter in großer Gefahr. Also das Buch ist wirklich ein tolles Buch für zwischendurch. Es ist nicht zu plump, nicht zu offensichtlich und es ist wirklich so, dass man sagt, man weiß einfach nicht, was man hier glauben kann und was nicht. Es ist schon ein Roman und es geht schon in die Richtung Spannungsroman, aber definitiv ist das ja kein Thriller, das muss man dazu sagen. Und trotzdem, dass es in die Richtung Spannungsroman geht, hat Kim Jung-ha hier so tolle Gedanken zwischendurch eingebaut, also selten einen Spannungsroman gehabt, bei dem ich so viel markiert habe. Ich hatte ja auch von Kim Jung-ha Der Sterbehelfer gelesen und mit diesem Buch von ihm konnte ich überhaupt nichts anfangen. Aber umso glücklicher war ich, dass ich jetzt Aufzeichnungen eines Serienmörders gelesen habe. Und ich muss sagen, hier erkenne ich ihn überhaupt nicht wieder aus Der Sterbehelfer. Aber hier gefällt er mir auch deutlich besser. Das war definitiv eine tolle, buchige Überraschung. Ich habe nicht viel erwartet und habe dann doch so viel mehr bekommen. Ein richtig tolles, spannendes Buch. Und die Überraschung des Jahres überhaupt, die Feliasson-Saga von Bernhard Hennen und Robert Corvus, hier stellvertretend der erste Teil. Ich weiß gar nicht, wie oft ich euch noch sagen soll, dass ich eigentlich kaum bis nie High Fantasy lese und ich weiß gar nicht, wie oft ich euch noch sagen werde, wie toll diese Reihe gemacht ist. Ich muss dazu aber auch immer wieder sagen, es ist Erwachsenen-Fantasy. Hier ist viel Hauen und Kloppen. Hier ist eben all das drin, was ich an High Fantasy liebe, weil wenn ich schon sage, ich möchte High Fantasy lesen, dann möchte ich wirklich die volle Packung High Fantasy bekommen. Und wie gesagt, ich bin absolut nicht der High-Fantasy-Leser und bin so gut in diese Welt reingekommen und komme auch weiterhin so gut in dieser Welt zurecht. Ich habe das Gefühl, die Reihe ist eher unbekannt dafür, wie gut sie eigentlich ist. Und sie ist wirklich unfassbar gut. Wie gesagt, ich lese nicht viel High-Fantasy, deswegen bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, wenn es darum geht, High-Fantasy zu urteilen. Aber ich kann euch nur sagen, dass ich den zwei Herren so dankbar bin, weil ich einfach unfassbar viel Spaß mit dieser Reihe habe. Und vor allem war dieses Buch ja eine Zuschauerempfehlung von der Frau von Bödefeld. Danke, danke, danke. Ich bin einfach so froh, dass ich diese Reihe begonnen habe. Dann geht's weiter mit allen Tops, die ich bisher hatte. Und mit Tops meine ich alle 5-Sterne-Bücher bisher in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, wir starten am Anfang des Jahres bis zum Juni. Natürlich kann ein Buch auch sehr gut sein, obwohl es keine 5 Sterne bekommen hat. Aber diese Bücher habe ich dann in anderen Kategorien noch mit untergebracht. Also jetzt meine Highlights bisher, alle Bücher, die 5 Sterne bekommen haben. Im Januar hatte ich leider kein Buch, das 5 Sterne bekommen hat, aber dann im Februar von Cho Nam-jo, Kim Ji-young, geboren 1982. Ich weiß gar nicht, wie oft ich noch über dieses Buch reden werde, wahrscheinlich noch sehr oft in meinem Leben. Man muss dazu sagen, dass Cho Nam-jo in diesem Buch sehr berichtehaft schreibt und mit Emotionen sehr sparsam umgeht. Und das ist eben dieses
nicht noch mit dem Gesicht ins Offensichtliche gedrückt werden, was mir bei asiatischen Autoren sehr zusagt, zumindest bei japanischen oder südkoreanischen Autoren. Und das für mich eben zu solchen schwierigen Themen auch besser passt. Ich kann bei schwereren Themen dieses hochemotionale, lautschreiende nicht wirklich gut verkraften. Umso besser ist es natürlich, wenn man jemanden wie Cho Nam-jo findet, die sowas eben so sachlich wiedergeben kann und die Geschichte einer Frau in Südkorea erzählt, aber eben dem Leser selbst überlässt, wie sich diese Frau wohl gefühlt haben mag. Dass es nicht schön ist, ist ja klar. Ich kann verstehen, dass Menschen mit diesem Buch nichts anfangen können, aber ich kann mit dieser Art Bücher zu schreiben eben sehr viel anfangen. Wahrscheinlich, weil ich hier eben auch viel von mir hineinlegen konnte. Ich finde es aber wichtig, bei dem Buch zu bedenken, dass es eben ein Buch über das Leben südkoreanischer Frauen ist und eben nicht was Neues, Innovatives, Richtungsweisendes für unsere westliche Gesellschaft sein soll. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Buch bei mir so gut ankam, weil ich mich ja schon vorher intensiv mit Südkorea beschäftigt habe und Südkorea einfach zu einem der Länder gehört, die mich so faszinieren. Von dem her gab es in meiner Seele schon einen Platz für Südkorea und eben für seine Eigenheiten. Und an diesem Platz konnte ich eben dann die Inhalte dieses Buches gut ablegen und dann mit dem verknüpfen. Ich liebe dieses Buch sehr. Es wird niemals aus meinem Bücherregal ausziehen. Es bleibt immer bei mir. Und dann kam der März und ich glaube, wenn ich dieses Jahr bei einem Buch nicht aus dem Schwärmen rauskam, dann war das Fischkonzert von Halldór Laxness. Hier befinden wir uns ja in Reykjavik auf Island zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Alf Grimo wurde nach seiner Geburt auf dem Hof Brekkukot von seiner Mutter zurückgelassen und wächst nun bei dem älteren Ehepaar dort auf. Ich kann euch gar nicht sagen, was für ein wunderschönes Bild von Island ich bekommen habe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie tief emotional mich dieses Buch berührt hat. Und wenn ich eins über dieses Buch sagen kann, ist, dass ich in diesem Buch etwas gefunden habe, das ich noch nie in einem Buch so gefunden habe. Mein Leben lang denke ich an Brekkukot zurück. Mein Leben lang denke ich an das Fischkonzert zurück. Und mein Leben lang werde ich so unfassbar emotional, wenn ich an dieses Buch denke. In diesem Buch steckt so viel Liebe, also Liebe in ihrer reinsten Form, nicht mal irgendeine romantische Liebe, sondern einfach nur Liebe, Nächstenliebe und unfassbar viel Hoffnung, aber eben auch dieser kleine Schmerz, dass eben damit was anderes entstehen kann, muss eben etwas, was vorher da war, weggehen. Und das waren jetzt viele Umschreibungen, wo man sich wahrscheinlich fragt, ja, aber um was geht's denn in dem Buch? Wir begleiten den kleinen Alf Grimor bis hin in sein junges Erwachsenenalter und lernen eben Island und den Hof Brekkukot kennen. Es ist wirklich ein so unaufgeregtes Buch und trotzdem habe ich hier eben mehr erlebt als in sonst irgendeinem Buch, das ich bisher gelesen habe. Mein Mann und ich haben das ja zusammen gelesen und wir haben so die ersten 10 Seiten gelesen und haben uns schon angesehen und wussten genau, das hier wird unfassbar gut und es wurde unfassbar gut. Das ist so ein Buch, nachdem ich es gelesen hatte, wusste ich genau, ich werde nie wieder dieselbe sein. Mein Leben lang werde ich nur denken, es gab mal ein Buch, das hieß das Fischkonzert und so ein Buch wird es, glaube ich, nie wieder für mich geben. Und auch jetzt komme ich aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Alles, was ich sagen kann, ist, ich bin nicht mehr dieselbe, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, aber ich möchte auch nicht mehr die von vorher sein. Ich liebe dieses Buch wirklich sehr. Und dann kam auch schon der April und im April hatte ich sage und schreibe 2 5-Sterne-Bücher. Einmal Cătălin Dorian Florescu, Jakob beschließt zu lieben. Das war das perfekte Buch für mich. Nicht nur, weil Cătălin Dorian Florescu ein unfassbarer Geschichtenerzähler ist, sondern auch, weil er die Geschichten mit so einer wundervollen Sprache erzählt. Er scheut sich nicht davor, tragische und tragischste Geschichten zu erzählen, aber er scheut sich ja auch nicht davor, von dem Mut und dem Überlebenskampf dieser Menschen zu erzählen.
Ich habe dieses Buch so unfassbar gern gelesen, obwohl hier so tragische Dinge passiert sind und auch Dinge, bei denen ich zu meinem Mann sagte, es kann nicht sein, dass ein Mensch so viel Pech hat. Oder es kann nicht sein, dass ein Mensch so einen Vater hat. Und das Faszinierende an der Geschichte war ja, dass wir hier grob 300 Jahre Familienchronik überspannt haben. Aber Catalina Dorin Florescu erzählt eben diese 300 Jahre so knackig, flott und prägnant, dass man niemals das Gefühl hat, dass man sich hier irgendwo zwischen den Jahren verliert. Ganz große Liebe für mich und Catalina Dorin Florescu ist ganz große Liebe für mich. Und das zweite 5-Sterne-Buch im April war von Fang Fang, Weiches Begräbnis. Über dieses Buch bin ich ja gestolpert, als ich mein Wie ich Bücherinspirationen finde Video gedreht habe. Und in dem Video sagte ich schon, ich kaufe es mir, ist mir egal. Und dann habe ich es mir gekauft. Wow. Und auch hier passieren unfassbar tragische Dinge in dem Buch. Also wir haben ja hier eine nicht linear erzählte Geschichte und wir springen auch immer in den Zeiten in dieser Geschichte. Zum einen befinden wir uns hier zu Zeiten der Bodenreform in China und dann sind wir auf der anderen Seite nochmal in der Jetztzeit in China. Fang Fang hat hier so viele Erzählstränge zu einem roten Faden zusammengeflochten, dass ich einfach nur begeistert bin von der Art, wie sie diese Geschichte hier erzählt hat. Eben durch diese verschiedenen Zeiten und durch die verschiedenen Erzählperspektiven ergibt sich am Ende dann einfach so ein vollkommenes Bild. Auch hier passieren wieder unfassbar tragische Dinge und man muss auch wirklich innerlich bereit sein für dieses Buch. Also das ist kein Buch für zwischendurch. Bei dem Buch muss man wirklich zwischendurch so durchatmen, bevor man dann wieder weiterlesen kann. Aber ich habe es unfassbar gern gelesen. Ich bin einfach so froh, dass Fang Fang die Geschichte der Menschen zu der Zeit der Bodenreform erzählt hat, weil ich interessiere mich schon für China, also für Asien allgemein, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und trotzdem, dass ich mich für China interessiere, ist es mir eben nicht möglich, solche historischen Ereignisse in den Kontext der Gesellschaft in China zu setzen. Und Fang Fang hat hier ein sehr gutes Bild der Kultur und der Gesellschaft in China zu Zeiten der Bodenreform gezeichnet. Also jeden, der sich ein bisschen für China interessiert, kann ich dieses Buch ans Herz legen. Es ist unfassbar traurig, was damals passiert ist, aber unfassbar wichtig, dass diese Geschichten nicht vergessen werden. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten zwei Büchern, die 5 Sterne von mir bekommen haben. Einmal im Mai, Überraschung, Der Himmelsturm von Bernhard Henne und Robert Corvus. Über die Reihe habe ich ja schon gesprochen. Also auch wenn Nordwärts der erste Teil ein grandios gelungener Start in diese Reihe ist, ist Der Himmelsturm, der zweite Teil, einfach alles, was man von High Fantasy will und noch viel mehr. Ich gerate schon wieder in Schwärmen über diese Reihe, aber der zweite Teil, Der Himmelsturm, hat es dann endlich geschafft, 5 Sterne zu bekommen. Der erste Teil hat nur 4,5 Sterne bekommen, aber das war richtig gut, Leute. Und das letzte 5-Sterne-Buch im ersten Halbjahr war von Michael Palin, Erebus. Auch von diesem Buch habe ich unfassbar viel geschwärmt und kann auch weiterhin nur unfassbar viel schwärmen. Dieses Buch hat meine Liebe zu Antarktis, Arktis-Expeditionen einfach nochmal komplett neu entfacht. Ich liebe es so sehr, dass ich mir sogar überlegt habe, ob ich es mir nochmal auf Englisch kaufen soll, aber ich liebe es einfach wirklich sehr. Und auch wenn ich vorher Michael Palin nie mit der Schifffahrt in Verbindung gebracht habe, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, wünsche ich mir einfach nur so sehr, dass Michael Palin noch weitere Bücher über Schiffe schreibt. Die Liebe zum Detail, mit der dieses Buch geschrieben wurde, diese ganzen Feinheiten, die Michael Palin hier mit reingebracht hat, das zeigt einfach nur, wie sehr Michael Palin diese Schiffe liebt. Er hat wirklich meinen größten Respekt dafür, dass er ein so gut gelungenes Buch über 2 historische Schiffe geschrieben hat. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Natürlich muss man sich auch ein bisschen für die Schifffahrt oder für Expeditionen oder für das Schicksal der Erebus interessieren. Aber wenn man sich ein bisschen dafür interessiert,
Das ist für mich wirklich eins der besten Bücher, die ich bisher über Expeditionen gelesen habe. Dann kommen wir zu meinen Flops und beide Flops waren im Januar und beide Flops haben auch 2 Sterne bekommen, wobei ich bei dem einen Buch sagen muss, ich würde ihm auch gerne 0 Sterne geben. Ihr ahnt es vielleicht schon, mein erster Flop war von Matt Haig, The Midnight Library oder Die Mitternachtsbibliothek auf Deutsch. Ich denke, bei dem Buch muss man sich wirklich bewusst machen, dass es sich um Unterhaltungsliteratur handelt. Wenn man damit rangeht, ist man, glaube ich, besser aufgehoben in dieser Geschichte um Nora. Aber ich bin mit hohen Erwartungen reingegangen, weil ich eben wusste, dass Matt Haig selber massive Probleme in seinem Leben mit Depressionen hatte. Und ich habe eben, glaube ich, einfach zu viel erwartet. Zu viel erwartet, dass er dann im Rahmen von Unterhaltungsliteratur nicht umsetzen kann. Ich denke, das Buch wird im Endeffekt auch bei mir ausziehen. Es gibt auch einige Punkte bei dem Buch, wo ich sage, wenn man die zu Ende denkt und wenn man die logisch zu Ende denkt, dann stellen die einfach nur eine Klatsche dar für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Also das Buch ist ja recht bekannt. Ich nehme an, es weiß eigentlich jeder, um was es geht, aber ich setze mal noch mal kurz an. Es geht ja um Nora, die eben ein paar sehr schwere Wochen in ihrem Leben hatte und dann eben entscheidet, dass sie aus dieser Welt gehen möchte. Und dann landet sie eben in der Mitternachtsbibliothek. Und in der Mitternachtsbibliothek bieten ihr die verschiedenen Bücher nun die Möglichkeit, die Leben auszuprobieren, die sie alle hätte haben können, wenn sie sich an einer Stelle in ihrem Leben eben anders entschieden hätte. Bis dahin war es noch okay, sage ich mal. Aber als wir dann in der Mitternachtsbibliothek waren und eben diese Abenteuer mit Nora angefangen haben, da hat er mich komplett verloren. Auch mit dem sich ständig wiederholenden, auch mit diesen, Entschuldigung, für mich sind es einfach nur seichte Sprüche. Und ich bin auch eben der Typ, wenn es mir schlecht geht und mir jemand einen tollen Spruch wie, hey, du musst dich einfach auf das Positive in deinem Leben konzentrieren, an den Kopf knallt, da bekomme ich eine Wut. Solche Sprüche helfen mir nicht weiter. Natürlich weiß ich, dass man sich auf das Positive im Leben konzentrieren soll. Aber wenn es mir gerade schlecht geht, ja, rate mal, dann konnte ich mich gerade eben nicht drauf konzentrieren. Das sind eben genau die Sprüche, wo ich die Augen verdrehe, wenn mir jemand mit denen kommt. Danke. Danke. Ich habe mich durch dieses Buch gequält, weil ich dachte, am Ende kommt noch was. Er stellt das alles noch mal klar. Er kann das ja nicht so stehen lassen. Aber da kam nichts mehr, Leute. Da kam eher ein Ende, von dem ich sage, diese Botschaft hätte ich niemals in die Welt rausgesendet. Und wie gesagt, da waren noch ein paar Gedanken drin oder Handlungen drin, wo ich dachte, wenn man die zu Ende denkt, macht es überhaupt keinen Sinn für Menschen, denen es gerade schlecht geht. Dieses Buch wird auf jeden Fall bei mir ausziehen. Ich habe absolut keinen Grund, es noch da zu behalten. Und ich habe ihm zwar im Endeffekt 2 Sterne gegeben, aber ich kann ihm auch 0 Sterne geben. Damit kann ich auch wirklich gut leben, weil im Endeffekt habe ich absolut nichts aus diesem Buch mitnehmen können, außer Unverständnis und Wut. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, der es so geht, aber ich finde, bei diesem Buch ist es absolut legitim, dass die Meinungen auseinandergehen. Und genauso wie ich damit leben kann, dass es Menschen gibt, denen das Buch gefällt bzw. geholfen hat, muss man eben auch damit leben können, dass es Menschen gibt, die absolut nichts mit diesem Buch anfangen können. Und das nächste Buch, das ein Flop für mich war, hat sich allein durch die Tatsache retten können, dass es unfassbar atmosphärisch war. Aber nichtsdestotrotz gehört es eben zu der Kategorie Bücher, wo ich sagen muss, das war nichts für mich, Leute. Und die Rede ist von Kerstin Giers Wolkenschloss. Ja, wenn man bedenkt, welche Bücher ich sonst lese, kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wieso ich sage, das war nichts für mich. Nichtsdestotrotz habe ich mir dieses Buch erst letztes Jahr gekauft, weil ich eben dachte, es wäre was für mich, weil die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier, die habe ich so gern gelesen, so gern.
Und das hier, das war einfach. Erstmal war es unfassbar langweilig. Also die ersten zwei Drittel passiert eigentlich fast nichts. Und dann haben wir eben noch eine etwas fast schon karikaturhafte Charakterzeichnung. Und dann haben wir noch Fanny Funke, Never Forget. Fanny Funke, die immer nur macht, was jemand ihr sagt und irgendwie nicht selbst denken kann. Ich weiß es nicht. Es hat mir ein bisschen leid getan für Fanny Funke. Mir hätte es ein bisschen besser gefallen, wenn sie ein bisschen mehr im Leben gestanden hätte. Aber ja, ich bin auf das Buch nicht beleidigt, ich bin auch nicht wütend. Es hat mich eben nicht vom Hocker gehauen und wie gesagt, ich war einfach unfassbar gerne im Wolkenschloss drinne, auch wenn nicht viel passiert ist. Ich war halt da. Es hat im Endeffekt 2 Sterne von mir bekommen und diese 2 Sterne darf es auch gern behalten. Hier bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich es aussortiere oder nicht, weil ich es eben schön finde. Also richtig schön finde. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen mehr erwartet, weil die Edelstein-Trilogie eben schon fetziger war und ein bisschen actiongeladener. Ja, aber es ist auch eins der wenigen Bücher, die ich so schlecht bewerte und trotzdem nicht allzu wütend drauf bin. Schon okay, Kerstin Gier. Und wir kommen auch schon zur vorletzten Kategorie für mein Halbjahresfazit 2021. Und diese Kategorie nenne ich Autoren, die ich entdeckt habe und von denen ich jetzt alles lesen möchte. Und der allererste Autor, den ich und mein Mann dieses Jahr entdeckt haben und von dem wir jetzt alles lesen möchten, ist H.P. Lovecraft. Im Endeffekt haben wir diesem Buch nur 4 Sterne gegeben, weil es eben einige Punkte in dem Buch gab, wo wir dachten, es hätte dem Buch gut getan, wenn man es ein bisschen knackiger erzählt hätte. Aber nichtsdestotrotz hat uns beide H.P. Lovecraft so beeindruckt, dass wir einfach alles von ihm lesen möchten. Und ich habe ja auch noch Cthulhus Ruf als illustrierte Ausgabe da und bei H.P. Lovecraft kann ich nur immer wieder sagen, helfen illustrierte Ausgaben wirklich, damit man sich auch vorstellen kann, was der Mann meint. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass er solche Viecher meint. Man muss ihm auch einfach zugutehalten, dass er Horrorgeschichten erzählt hat zu einer Zeit, als noch keiner Horrorgeschichten erzählt hat. Nicht umsonst gilt er als Urvater des Horrors. Aber man muss ihm auch zugutehalten, dass er eben solche Gruselgeschichten erzählt, die ich sehr schätze, nämlich wo der Grusel im eigenen Kopf entsteht und nicht die Wände voller Blut bespritzt sind. Es ist eben Grusel und nicht offensichtlich ist, weswegen man sich gruselt. Aber es ist schon ziemlich gruselig. Wie gesagt, definitiv ein Autor, den wir entdeckt haben und von dem wir jetzt alles lesen möchten. Aber vorzugsweise lesen wir diesen Herrn gerne im Herbst-Winter. Leute, habt ihr schon mal Kerstin Gier neben H.P. Lovecraft gesehen? Ich auch nicht. Aber jetzt. Und im Februar habe ich dann 2 Autoren für mich entdecken können, von denen ich jetzt einfach alles lesen möchte. Der erste Herr, den ich entdeckt habe, ist Thomas Bernhard. Was soll ich euch noch über Thomas Bernhard sagen, außer so wie er Bücher schreibt, schreibt kein Mensch Bücher. Ich habe eine unfassbare Faszination für diesen Mann entwickelt. Ich habe mir auf YouTube sämtliche Interviews und Dokumentationen über diesen Mann angeschaut. Ich bewundere ihn sehr, weil er eben sehr eigen ist. Und dieses sehr Eigensein ist eben das, womit er immer wieder angeeckt ist in der feinen Gesellschaft. Und es ist auch das, wo ich mich eben sehr gut bei ihm einfühlen kann. Thomas Bernhard ist schon hohe Literatur und ich muss auch in der Verfassung sein, einen Thomas Bernhard gerade lesen zu können. Also da muss ich alle Gehirnzellen beieinander haben. Aber nichtsdestotrotz will ich einfach alles von ihm lesen. Alles. Also definitiv ein Herr, von dem ihr auf meinem Kanal noch einige Bücher sehen werdet. Wahrscheinlich nicht in so einer hohen Frequenz, aber ich liebe Thomas Bernhard. Auch im Februar für mich entdeckt und gleich gewusst, der wäre was für mich. Michelle Houellebecq. Ich finde es interessant, dass ich oft Autoren
toll finde, die eher so den Ruf haben, anzuecken oder nicht ganz in die Norm zu passen. Und Michelle Welbeck ist ja das Nonplusultra, was all das angeht, weil er möchte nirgendwo reinpassen. Er möchte einfach nur sein Ding machen und das macht er auch. Ich muss dazu sagen, ich wusste überhaupt nicht, was ich von Michelle Welbeck erwarten kann, als ich mit diesem Buch begonnen habe. Aber er hat mich einfach so dermaßen vom Hocker gehauen. Die Art, wie er hier das Leben des Protagonisten dargestellt hat, war einfach so bildhaft für alles, was in der Gesellschaft heutzutage schief geht. Und der Protagonist ist nichts anderes als ein Opfer all dessen, was heutzutage eben schief geht. Und bei dem Buch muss man halt eben auch bedenken, dass es Welbecks Debüt war und es einfach unfassbar gut war. Aber auch für Welbeck muss man wirklich gut beieinander sein. Und dieses Buch würde ich wirklich niemandem empfehlen, der mit trüben Gedanken zu kämpfen hat, weil dieses Buch zieht einen wirklich runter. Aber mir hat einfach gefallen, wie unfassbar roh und unverblümt und authentisch er diese verzweifelten Gedanken unseres Protagonisten aufgezeigt hat. Und wie gesagt, ich möchte jetzt alles von Michelle Welbeck lesen. Und dann kommen wir zu zwei Autoren, die euch schon bei den Highlights begegnet sind. Einmal Cătălin Dorian Florescu. Ich habe mir einen Haufen Bücher von Cătălin Dorian Florescu gekauft. Alle, die von ihm bisher erschienen sind. So bin ich, wenn ich mich in jemanden verliebe, dann möchte ich alles von ihm haben und ich habe mir alles von Cătălin Dorian Florescu gekauft. Und dann natürlich, wer hätte es gedacht, Haldor Laxness. Ich möchte alles von Haldor Laxness lesen. Jede kleinste Kurzgeschichte, jedes kleinste Wort, das er irgendwo mal auf einen Zettel geschrieben hat, möchte ich von Haldor Laxness lesen. Seinen Einkaufszettel, seine Rechnungen, die er geschrieben hat, ich möchte alles lesen. Natürlich stellt sich für mich hier die Frage, wird überhaupt jemals ein Buch von Haldor Laxness mit Das Fischkonzert mithalten können? Kann es das überhaupt geben? Aber ich denke, Haldor Laxness war weise genug, seine Geschichten so zu schreiben, dass sie nicht vergleichbar miteinander sind. Und trotzdem, dass ich weiß, dass es nie wieder ein zweites Fischkonzert geben wird, freue ich mich auf alle weiteren Bücher von Haldor Laxness. Weil wenn er mir nur einen Hauch von dem gibt, was er mir hier gegeben hat, oder vielleicht gibt er mir in den anderen Büchern was ganz anderes, war ja auch möglich, dann werden es auf jeden Fall grandiose Bücher für mich. Ich habe einfach schon nach 10 Seiten Haldor Laxness gewusst, hier bin ich richtig. Hier darf ich sein. Und die allerletzte Kategorie von meinem Halbjahresfazit, die ich euch vorstellen möchte, habe ich liebevoll Bücher für die Seele genannt. Also das sind Bücher, die jetzt keinen äußerst hohen literarischen Anspruch haben, aber die mich einfach auf eine andere Art berührt haben. Und lustigerweise sind all diese Bücher von japanischen Autoren. Was will uns das sagen? Im Januar beendet habe ich von Dorian Tsukegawa Kirschblüten und rote Bohnen. Und genau um das geht es auch in diesem Roman, nämlich um Kirschblüten und rote Bohnen. Wir befinden uns hier in Japan in einem Dorayaki-Imbiss. Dorayaki sind japanische Pfannkuchen, die mit rote Bohnenpaste gefüllt sind. Und Sentaro arbeitet eben in diesem Dorayaki-Imbiss und stellt eben diese Dorayaki her. Eines Tages steht Tokue, eine ältere Dame, vor dem Imbiss und möchte Sentaro als Aushilfe behilflich sein. Das Gute an Tokue ist aber, dass sie diese rote Bohnenpaste kocht wie keine andere und ab dem Zeitpunkt, wo sie ihm aushilft im Imbiss, wird der Imbiss von Kunden überrannt. Und dann tritt auch noch ein Schulmädchen ins Bild und so ergibt sich aus diesen dreien Sentaro, der diesen Imbiss eben führt, Tokue, dieser furchtbar alten Frau, die diese Bohnenpaste macht wie keine andere, und dem Schulmädchen. Aus den drei ergibt sich ein sehr interessantes Dreiergespann. Es ist ein Buch, das durch seine Leichtigkeit besticht, obwohl wir hier doch einige schwere Themen anpacken mit den dreien. Aber ich finde, Dorian Tsukegawa hat die Beziehung der dreien so authentisch und so innig dargestellt, ohne dabei zu schnulzig zu sein, dass ich einfach nur diese drei gefeiert habe.
Es war ein wunderbares Buch, das mir einfach das Herz erwärmt hat, ohne eben dabei zu kitschig zu sein. Es hat mir sehr gut gefallen. Ein weiteres richtig schönes Buch für die Seele war Natsumi Yashitas Der Klang der Wälder. Hier begleiten wir den Klavierstimmer Tomura, der uns eben in den Alltag seiner Arbeit mitnimmt. Und dabei sind aber die Gedanken, die er um die Klänge des Klaviers und um die Klänge der Welt und um die Klänge seiner Kindheit hat, so poetisch, zart, wunderschön, dass ich dieses Buch einfach sehr gefeiert habe. Es gab einige Stellen, die ich mir markiert habe, und auch wenn ich selber sehr wenig mit Musik, zumindest mit Musikinstrumenten zu tun habe, hat dieses Buch einfach mitten ins Herz getroffen. Tomura denkt viel darüber nach, was einen guten Ton zu einem guten Ton macht. Er denkt viel darüber nach, wie individuell es für jemanden ist, was einen guten Ton ausmacht. Und er denkt auch viel darüber nach, wie er seine Arbeit, seine Dienstleistung, die er macht, eben gut machen kann. Und dabei entdeckt er eben, dass jeder gute Arbeit anders definiert, und er versucht eben für sich einen Weg zu finden, wie er seinen Traumjob, das Klavierstimmen, gut machen kann. Denn nichts anderes will er, als seinen Job einfach gut zu machen. Auch das hier ist ein Buch, das durch seine Unaufgeregtheit besticht. Es ist kaum plotgetrieben. Wir sind wirklich hauptsächlich mit Tomura unterwegs und lernen eben seine Gedanken zum Klavier, dem Klavierstimmen und dem perfekten Ton kennen. Aber ich finde, Natsumi Yashita hat trotzdem so viel Tiefe in diese Geschichte gelegt. Es war einfach ein wunderbares Buch, aus dem ich sehr viel mitnehmen konnte. Und ein weiteres Buch von einem japanischen Autor, der mich mit dieser Geschichte einfach komplett vom Hocker gehauen hat. Und die Rede ist von Keigo Higashinos Kleine Wunder um Mitternacht. Ich war schon so gehypt auf dieses Buch, und eigentlich, wenn ich gehypt auf Bücher bin, besteht immer ein bisschen die Gefahr, dass diese Bücher einfach nicht dem Hype standhalten können. Aber dieses Buch, es ist einfach wunderbar. Wir starten hier mit drei Kleinkriminellen, die nach einem Raubzug in einem Gemischtwarenladen Unterschlupf suchen und da eben die Nacht verbringen wollen. Und bald aber flattert ein Brief in diesen Gemischtwarenladen. Und so startet diese magische Geschichte, die sich über mehrere Generationen spannt. Und ich finde, Keigo Higashino hat hier zwar tragische Geschichten erzählt, aber es waren eben doch Geschichten, die das Leben schreibt. Und er hat die Geschichten, die das Leben schreibt, auch so geschrieben, wie das Leben sie schreibt. Sie sind zwar unfassbar traurig und man hat hier oft Tränen in den Augen, aber das Leben ist eben ein wilder Ritt. Und manchmal wird man ordentlich durchgeschüttelt und manchmal weiß man gar nicht mehr, wo oben oder unten sein soll. Aber im Großen und Ganzen ist es doch schön, das Leben. Und im Großen und Ganzen gibt es so viel Schönes zu sehen bei diesem wilden Ritt. Und so viele wichtige Menschen. Und ich finde, Keigo Higashino hat zwar ein Buch geschrieben, das sich vom Plot her etwas skurril anhört, und wir haben deutliche Aspekte des magischen Realismus hier drin, aber er hat einem trotzdem das Gefühl gegeben, dass diese Geschichte in sich stimmig ist. Ich habe dieses Buch so, so gern gelesen, und es hat mich glücklich und traurig gleichzeitig gemacht, und es hat alles mit mir gemacht, aber es war trotzdem einfach nur schön, es zu lesen. Ich hoffe, dass Keigo Higashino sich noch durchringt, einige Romane zu schreiben. Eigentlich ist er ja der Krimi- und Thriller-Autor in Japan. Das war hier sein erster nüchterner Roman, möchte ich mal sagen. Aber den hat er sowas von gelungen hinbekommen. Ein wunderbares Buch für die Seele. Und das letzte Buch für die Seele, das ich euch vorstellen möchte, habe ich erst im Juni beendet. Es handelt sich um Genki Kawamuras Wenn alle Katzen von der Welt verschwinden. Auch hier haben wir einen eher skurrilen Plot mit einem todkranken Protagonisten, der in seiner Wohnung auf den Teufel trifft, der in Form seines Doppelgängers erschienen ist. Und der Teufel macht ihm eben ein Angebot, das er so erstmal nicht ausschlagen kann. Natürlich ist klar, hier geht es um schwerwiegendere Themen als das Klavierstimmen zum Beispiel. Hier geht es natürlich um die Dinge, die man hinter sich lässt, wenn man aus dem Leben gehen muss.
Es geht um die vielen Dinge, die man hinter sich lassen muss, wenn man aus dem Leben gehen muss. Es geht um die vielen Dinge, an denen man lieber festhalten möchte. Es geht aber vor allem um die Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und ich finde, Genki Kawamura hat eben durch diesen skurrilen Rahmen, dass der Teufel einen Pakt mit einem schließt, einen guten Ausgleich zu den furchtbar schweren Themen in diesem Buch gefunden. Und er hat vor allem einen Weg gefunden, wie man diese schweren Themen für sich selbst durchdenken kann, aber eben nicht allzu traurig dabei wird. Im Mittelpunkt steht wirklich, was das Leben lebenswert macht. Und es hat mich immer in eine sehr positive Stimmung gebracht, auch wenn es so traurige Themen behandelt. Und ich finde, das ist eine gute Art, dieses plumpe "Konzentrier dich auf das Positive im Leben" wunderbar poetisch in eine Geschichte einzubauen, ohne plump zu sagen, hey, es geht eigentlich nur um die guten Dinge im Leben. Und ich finde, in dem Buch steckt einfach unfassbar viel Liebe zum Leben, ohne dass man dabei zu blauäugig wird. Ein wunderbares Buch für die Seele. So Freunde, das war mein Halbjahresfazit 2021. Jetzt möchte ich natürlich von euch wissen, was war euer Top-Highlight bisher? Oder welches Buch hat euch dermaßen überrascht? Oder was war für euch ein richtiges Buch für die Seele? Schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich immer von euch zu hören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bub. Schon lange nicht mehr gebubbt, Leute.